Wir sind hier in Wiesbaden. Wir gehen mal so ein paar Plätze ab, die sehr beliebt waren als Schlafplätze, die allerdings zum größten Teil also vernichtet wurden bzw. so stark verhindert wurden. Also es wurde versucht zu verhindern, dass sich die Obdachlosen dort breit machen. Da Wiesbaden ja eine Kulturstadt ist, also das Stadtbild nicht zu verschandeln. Das ist ein sehr stark besuchter Platz von Touristen und auch ein sehr beliebter Platz von Obdachlosen, die sich hier halt treffen zum Bier trinken, zum Austauschen. Ja, von hier aus gehen halt auch viele Leute auf ihre Platten, auf ihre Schlafplätze, so werden diese genannt, um halt versuchen, den Tag rumzukriegen und nicht alleine zu sein, treffen sich dann hier halt auf dem Luisenplatz. Wir sind hier an der Ringkirche, wo ein allgemeiner Treffpunkt ist, wo sich viele Leute treffen, wo auch viel getrunken wird. Und da ist die Stadt Wiesbaden hergegangen und hat tatsächlich eine Dixie-Toilette hier hingestellt, damit also die Büsche von der Ringkirche nicht weiter malträtiert werden. Und das wird auch von den Leuten dankbar angenommen. Und ich sag mal, wenn wir uns sich ein bisschen an Regeln hält, dann ist eigentlich das Zusammenleben gar nicht so schlecht. Also das ist hier eine vernichtete alte Platte, die also nicht mehr genutzt wird, wie man sieht, weil sonst sähe es hier ordentlicher aus. Die meisten Obdachlosen möchten keinen Ärger mit den Anwohnern haben oder auch mit Geschäften oder mit Bereichen, wo sie sich gerne aufhalten, und hinterlassen ihre Platten eigentlich sauber, sodass man eigentlich fast gar nicht merkt, dass sie da sind. Hier diese Straße, wo der Fußweg da drüben ist, wo die Bäume sind, standen auch mehrere Bänke, wo auch Obdachlose geschlafen haben. Und da haben sie auch Sitzbänke auch weggenommen. Hier sind wir an einem Ort, der dunkle Geschichte geschrieben hat von Wiesbaden. Hier ist vor 3,5 Jahren ein Obdachloser von Jugendlichen erschlagen worden. Das war ein Bekannter, hat sich hier im Sommer abends zur Ruhe begeben und der wollte halt einfach nur seine Ruhe haben. Es schürt natürlich die Angst und man wird immer misstrauischer, wenn einer auch nur zu nah an einem Schlafplatz vorbeigeht. Also da bekommt man schon manchmal mit der Angst zu tun und verhält sich dementsprechend sehr, sehr ruhig. Nach dem Vorfall ist das hier halt sehr, sehr beängstigend, auch wenn man hier schläft. Immer mit der Gewissheit, hier ist schon mal jemand erschlagen worden, warum sollte ich nicht der Nächste sein? Man hat so als Obdachloser das Gefühl, dass man wirklich an den Stadtrand, eher an die Stellen verdrängt wird, wo Hauptsache man wird nicht gesehen, Hauptsache man verschandelt als Obdachloser das Stadtbild nicht, obwohl es halt auch Menschen sind.